Na, dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Herzlich willkommen zu ePlay Live an Sonntagabend. Heute Sonntagabend, Sonntag, ganz normalen Sonntag, Sonntagtag von Paradox Interactive. Spielen wir ein cooles Spiel, was schon ein bisschen länger draußen ist und im Rahmen von, im Rahmen von, wie heißt es jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Epic Game Store, so ist es richtig. Da war das ganze Spiel verfügbar und das Ganze spielen wir jetzt nämlich. Naja. Lesen wollte ich sie eigentlich nicht, aber es ist mir bewusst. Das ist nämlich Surviving Mars, ein Spiel, was mich schon damals so ein bisschen interessiert hat, weil ich es schon ein bisschen gesehen habe. Und wir es jetzt einfach mal spielen, denn es war mit dabei, also schauen wir uns das natürlich alles ganz genau einmal an. So, ich spiele mal kurz hier nochmal kurz ein bisschen rum. Yes, yes, yes. Das könnten wir vielleicht ändern. So, das mit dem WASD, Q nach links. Okay. Wir haben auf jeden Fall genug Tasten, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Kannst hier Stromkabel auf C, okay. Wir starten erstmal ins Tutorial rein und lernen die Grundlagen des Spiels, denn Surviving Mars ist ein, ich würde sagen, Aufbaustrategiespiel. Welcome to Mars. Willkommen auf dem Mars. Bei der Übung lernen wir auf jeden Fall, wie man die Marsoberfläche grundlegend mit Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und Raketen betankt und sie zur Erde zurückschickt. Lass uns also anfangen. Hints such as this one will appear throughout the training process, genau. Giving useful information on how to advance in your current tasks. Okay. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Wir können jetzt auf jeden Fall mit dem Mausrad uns erkunden und mit WASD auch schwenken und Alt gedrückt halten, können wir auch auch bewegen oder ganz herauszoomen mit M. Ja. Unsere Aufgabe ist es aber gerade, den Landeplatz hier zu finden. Oder? Das ist gerade weggedrückt, das ist natürlich blöd, ne? Entschuldigung, hier oben. Schwenken wir als D, neigen und drehen mit A. Ah, okay, wir müssen das noch machen. Betonvorkommen. Okay. Oder Punkt Komma. Okay, das können wir auch. Hier haben wir dann auch so eine riesengroße Erde. Okay. Ja. Ich glaube, wir sollen bauen. Das war, glaube ich. Das Spiel möchte mich wohl nicht weiterlassen, oder was? Das kannst du nicht sagen. Okay.
das Spiel möchte mich gerade wohl nicht weitermachen. Hört ihr mal den Kanal erinnern? Wir bleiben mal bei Surviving Mars, ist glaube ich besser. So, wir gehen aber dann nochmal, entweder bin ich zu blöd oder das Spiel möchte mich gerade nicht weiterlesen. Welcome to Mars. Hints such as this one will appear throughout the training process. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Now it's time to land your first rocket. Guck mal. Also fahre fort, indem du das angehörige Symbol auswählst. Die Rakete repräsentiert, die sich gerade im Orbit im Mars befindet. Also lass die Rakete auf dem Mars landen. With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. So, wir sollen ihn auf jeden Fall dahin packen, denn hier macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Deswegen platzieren wir das da mit dem linken Maustaste und dann. Steht hier jetzt ein Landeplatz. Da kommt sie. And we have touchdown. Drohnenressourcen und haben aufgesetzte Rakete auf Mars gelandet. Sie haben Drohnen beladen, ferngesteuerte Roboter, die dein Bauvorhaben und sammeln tatsächlich Ressourcen von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung der Gebäude ist eines der ersten Dinge, die unsere Maßarbeit benötigt. Platziere ein Metalldepot, damit die Drohne automatisch beginnt, Metalle von der nahegelegenen Vorkommen auf die Oberfläche einzusammeln. Lagere 5 Metalle im Metalldepot ein. Also, Baumenü öffnen, hier Depot, Metalldepot. Und ich setze das einfach mal auf jeden Fall in der Nähe der Rakete. Ja, hier. Plus und Minus können wir dann hier. Spieltempo erhöhen. So sieht das Ganze aus. Von nahen. Da hat einer schon einen Cubic. Ah, guck mal, einen Cubic. So, 5 Stück brauchen wir. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Aber geht dann doch ganz schön schnell. Carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Unsere Rakete ist mit vollen Ressourcen beladen, die für den Bau und den Erhalt einzelner Gebäude entstehen sind. Am Anfang ist es das Beste, den Drohnen ein Universallager zuzuweisen, in dem sie Ressourcen lagern können. Platziere also ein Universallager in der Nähe der Rakete. Also, Baumenü, Universallager. Und wir können es, glaube ich, auch drehen, hoffe ich. Was war das mit Q? Nein. Aber nicht so schnell. In der Nähe der Rakete, also sage ich hier. Da? Da? Ach komm, ich mach da. Along with metals, concrete is the other vital neben dem Metall ist auch Beton eine der unverlässlichen Ressourcen. Der Beton-Extraktor muss über den Beton vorkommen oder auch in der Nähe platziert werden, öffnen das Baumenü und den Betonexerator. Und den soll, der soll hier hin. Wir können mit R und T drehen. So. Well done. Now observe how the drones will carry all the resources to the site and then construct the concrete extractor.
So, das muss natürlich gebaut werden. Das hat 5 Metall und 2 Maschinenteile. Die bringen jetzt hier die Teile. Der hat jetzt hier mit der Blaupause. Das war nämlich Maschinenteil. Jetzt kommt ein Metallteil. Und das geht jetzt dauert ein kleines bisschen, dann sind wir damit fertig. Der ist jetzt am Arbeiten, das geht dann eigentlich auch recht fix. Like most buildings, the concrete extractor needs power. Wie die meisten Gebäude benötigt auch der Betankstelle Strom, um zuverlässig Stromnetze wie auch sichere Stromversorgung zu erfolgen und die Kommunen zu unterlassen. Stirling-Generator sind zwar ausreichende Stromquellen, aber auch im Grund dafür, ihre Komplexität können mich während der frühen Phase der Kolonie Mars jedoch nicht gebaut werden. Daher werden Formen von fertig gebauten in der Erde eingeflogen. Mhm. Und wir sollen ihn bauen, den Stirling-Generator. Wo baue ich ihn hin? Da? Ja. Den baue ich da hin. Ist er natürlich bislang nur so teuer, das wird gleich alles viel interessanter. Connect the Stirling Generator and the Concrete Extractor using a power cable from the build menu. So, jetzt brauchen wir ein Stromkabel von hier nach da. Ist gar nicht so schwer. Nein. Das abbrechen. Gut. Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored in designated locations. This way you can idealerweise an festgelegten Positionen gelagert. So kannst du sicherstellen, dass wir bei späteren Vorfahren nicht im Wege sind. Die Menge Gesteinsabfälle pro Ressource hängt von der Qualität der Ressource vom Cup und Mülldeponie und Betondeponie. Okay. Depot. Beton. Wo platziere ich das? Ich da. Und die Mülldeponie packe ich hier. Drones will pick pending tasks on their own. Drohnen arbeiten immer an der Reichweite der Drohnenkontrolleure, in denen sie zugewiesen sind, öffnen automatisch Aufträge ab. Also ich soll einen Drohnen abbauen und sicherstellen, dass er mit Strom versorgt ist. Drones run on batteries that have to be recharged periodically. Jeder Drohne hat zwei aufgebaute Ladestationen. Wenn bei der Kolonie
die Dorf vergrößert sollte man weitere bauen, also da war von der Aufladestation im Bereich der Drohnenaktivitäten. Okay. Eine Aufladestation. Der wird dann gerade aufgeladen. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stage. Also brauchen wir Kolonisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückkehren zu können. Treibstoff wird Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchen wir Wasser, um die Produktion zu beginnen. Also, wir brauchen ein Feuchtigkeitsevaporator und noch irgendwas. Das packe ich hier hin. Und eine Treibstoffraffinerie. Die packe ich. Dass hier alle schon so ein bisschen zusammenarbeiten, ne? Und die mit einem Stromkabel. Das erzeugt 10 Kilowatt, also 10 Strom. Gesamtbedarf 8,2. Also wir verbrauchen schon so, ne? Der verbraucht 3. Der verbraucht 5. Sind wir bei 8, also es wird schon knapp. Sufficient power for all the buildings in the colony. Guck, wir brauchen jetzt noch den zweiten Stirling-Generator. A system of pipes is used to deliver resources such as water. Wenn Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht und benötigt werden, ein Feuchtigkeitsvibrator muss durch Rohre mit der Treibstoffraffinerie verbunden werden. Also brauchen wir Rohre. Röhren. Shit. Der hatte gefehlt. Mist. Steht auch drauf. Fuel production is now underway, and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Okay, Altbahn 9 wird durch der 50.
So, der Treibstoff ist, was steht hier drinne? Bei 5, also leer. Also warten wir jetzt mal ein bisschen ab, geben ein bisschen Gas. Wartet auf Betankung. Wir sind hier gerade dabei. Resources are low. Oh, Lagerabstand niedrig. Strom. Wir können jetzt die Rakete auswählen und starten drücken. Das machen wir. Congratulations. You have finished the first tutorial. Ist der erste Tutorial abgeschlossen und jetzt gehen wir zu Rover Erkunde und Forsche weiter. Ich mache kurz hier einmal ein paar Sounds aus, die gerade noch an waren, damit ihr sie gleich nicht mehr hört. Acquainted with one of your most valuable tools. Und im zweiten Teil, um die wichtigste Erzeugnis, nämlich den Rover. Und Rover sind nämlich Fahrzeuge mit einer Vielzahl von nützlichen Funktionen. Mit denen können wir tatsächlich Ressourcen transportieren, Drohnen, Befehle und analysieren. Und da haben wir die Kontrolle darüber. Rover der Technologien. Also, wir sollen einen auswählen, einen Rover. Now let's try moving around. Und dahin mit Rechtsklick. Vielleicht dann einfach. RC transport can load and carry resources around the map. Let's use it to refuel the nearby rocket. Um eine nahegelegene Rakete zu betanken. So. Also sollen wir ihn jetzt betanken und beladen. Also Ressourcen einladen. Treibstoff. Now order the RC transport to unload the fuel next to the rocket. Ist da zu entladen. Das ist Surviving Mars. Eine Ähnlichkeit wie SimCity. City Skylines. Bloß auf Mars und nicht mit Menschen, sondern mit Robotern. Auch mal was Frisches und Neues und Interessantes. Thank you.
So, jetzt müssen wir warten, bis die Drohnen den Treibstoff in die Rakete gebracht haben. Und dann müssen wir die Rakete starten. Das sind hier diese wunderschönen Felsen. Das war dieser Roboter, den sehen wir jetzt gerade hier mal ein bisschen groß. Stehst auch ein bisschen im Weg, ne? Machen wir kurz ein bisschen auf die Decke. Drohnenlast gering. Jetzt ist es mittel, also hat was. Ja, wir warten mal noch ein bisschen. Wir machen das mal ein bisschen schneller, aber das dauert schon ein bisschen lange. Hier, das da aufgesammelt hat. Das ist schon. So. Jetzt sind die 30 drin. Und wir starten die Drohne. Some drones are left without a controller after the rocket launch. Wenn Drohnen ihren Kontrolleur verlieren, suchen sie ja nicht automatisch nach einem neuen. Sollte sich kein Unwahlbereich befinden, musst du manuell einen neuen Kontrolleur zuweisen. Mit dem Befehl neu zuweisen kann sich Drohne unterbesetzten Kontrolleuren mit hoher Drohnenauslastung zuweisen. Also, wir müssen jetzt die Drohne hier neu zuweisen. Drücke und halte, ne? Und ziehe dann einen Bereich auf, achso, auf alle vier. Und dann mit dem Punkt erneut zuweisen. Mit diesem. Und schon sind die vier. The RC transport is able to gather resources directly from surface deposits without the help of drones. Jetzt müssen wir einen Transporter und fünf Metalle sammeln. Nämlich diese hier. So schnell ist er nicht. Der lädt das jetzt zu sich ein, beziehungsweise nur kleine Blöcke. Das heißt, er steht da einfach. Let's set up a small expand, some distance away from the main base. Jetzt müssen wir eine Transportroute erstellen zwischen dem Universallager in der Basis und der markierten Person oberhalb der Basis. Dazu klicken wir hier auf Transportroute erstellen und sagen Ressourcen einladen, alles zu Punkt Nummer 2, der ist hier oben, und sagen hier, ups, Ressourcen, warte mal, nochmal. Das war irgendwie gerade ein bisschen falsch. Ressourcen einladen.
Also wähle den Rover aus, Transportroute erstellen. Sobald es aktiviert, klicke mit links auf Universallager. Und wähle da alles aus. Und lege mit im markierten Bereich des Hauptbereichs. Nice work. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Dann würde ich jetzt da sammeln, da oben wieder aufbauen. Und dann fährt er los. Commander, one other thing. Fernsteuerkommandeur ist die mobilen Drohnenkommandeur, der mit seiner Drohne ausgestattet ist. Okay. Ruft er zunächst seine Drohnen zurück, bevor er auf sein Ziel ausspricht. Also bewege den Kommandeur zur Erweiterung. Okay, einfach dahin kommen. Gut. We need to construct a new sensor tower. Und jetzt brauchen wir eine neue Erweiterung, also einen Sensorturm und Stirling-Generator. Nein, Also, den bauen wir dahin. Ist egal wie. Dann brauchen wir noch Strom, einen Stirling-Generator. Den packe ich dahin. Oder da. Good job. Und muss jetzt noch ein Kabel legen. Von hier zu hier. Time to learn about scanning sectors and exploration. Also öffnen wir die Kartenübersicht. You can scan sectors of the map to discover new resources and anomalies. Alternativ kannst du Sonden einsetzen. Also setz eine Sonde, um den Sektor zu erkunden. Das wird gerade ein bisschen laut. Okay. Scan dauert ein bisschen, aber es geht eigentlich recht schnell. Und wir haben eine Anomalie gefunden. Jetzt nehmen wir den Erkunder und schauen uns diese Anomalie an. Good job. Und scannen diese Anomalie. Er macht sich jetzt dahin auf den Weg. Und hier ist die Anomalie. Hier ist irgendwas. Was ist denn da? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
Jetzt müsste er gleich kommen. Ich höre ihn schon. Da ist er. Und er scannt jetzt hier diese Anomalie. Was befindet sich da? The anomaly has yielded interesting insights into new technologies. Also die Erforschung neuer Technologien scheint natürlich Optionen aus der Kolonie frei und gehören dazu, dass Gebäude, Kuppeln oder auch Upgrades, Anomalien gewähren. Häufige Forschungsmodi wie die Freistellung neuer Technologien zur Erforschung für Forschungspunkte, also eine Forschungsanzeige. This is the research screen. Und das können wir alles erforschen. Unter anderem wollen wir jetzt hier den KI, den Erkundungs-KI-Robotik forschen. Commander, one other thing. Kostet Punkte, das ist natürlich klar. Nice work. Und damit haben wir das erste oder zweite Tutorial abgeschlossen. Und jetzt geht's um Strom, Wasser und Wartung in dem dritten Tutorial zu Surviving Mars. Ein Staubsturm erfasst worden. Es liegt also an mir, sie wieder zu reparieren und die ersten Kolonien vorzubereiten und lebenserhaltende Netzwerke. Okay, also nicht funktionierende Gebäude. Let's remove some unnecessary structures. Also schlachte den Betonextrahator. Wählen aus und können hier ihn aufschlachten. Wir bekommen dafür 2,5 Metall und ein Teil, ein Mechanikteil. Now let's get that drone hub operational. Stromversorgung des Drone Hubs. Die Ressource vom Ausschlachten der Betonextrahator soll für den Bau eines Solarkollektors ausgerichtet werden. Also es wäre am besten gleich 2 Gebäude mit dem Quantenstromkabel zu verbinden, um es sich noch mehr Material zu Kabel zu verschwenden. Also versorge das Drone-Hub mit Hilfe des Solarkollektors. Also bauen wir erstmal einen Solarkollektor hier hin. Bereits an einem vorhandenen Kabel. Das hilft natürlich schon mal. Ein bisschen. Da ist der dritte Teil. Da geht der Bau los. Und ist fertig. We have some power, but it's not enough. We should prioritize the drone. Das Drone-Hub priorisieren. Das können wir über die Gebäude manuell machen. Das heißt, wir wählen das aus und sagen hier die Priorität auf hohe Priorität. We can use the machine parts left from the concrete extractor to build a wind turbine. Betonextrahator können wir jetzt ein Windrad bauen. Das bauen wir auch. Lernen wir das auch kennen. Einfach deshalb, um dann zu sagen, okay, wir brauchen 20 Drohnen, wir brauchen 3 Strom. Das heißt, das, was dann nicht übrig bleibt an Strom, das wird hier genutzt. Hier brauchen wir 5, hier brauchen wir auch 5. Damit die Drohnen auf jeden Fall geladen werden, nicht, dass die hier leer sind, weil dann fallen sie aus und wenn sie ausfallen, dann bleiben sie auch stehen. Even with the wind turbine, selbst mit Windrädern wird nicht nur Strom erzeugen, um zu versorgen, insbesondere bei Nacht. Nur tagsüber Strom wird bei kleinen Anomalien, um den Stromverbrauch auch bei Nacht auszugleichen. Mit Hilfe von Schichten kannst du Gebäude über Nacht automatisch abschalten. Es gibt 3 Schichten, die erste Schicht, die zweite und die Nachtschicht. Gebäude benötigen nur während einer aktiven Schicht Strom, Ressourcen und Arbeiter. Also deaktiviere die Nachtschicht beim Feuchtigkeits- Operator und Stromraffinerie. Also gehen wir hier hin, machen die Nachtschicht aus. Das machen wir hier auch. You managed to get things operational.
But this won't last, as buildings require maintenance, and we are out of resources. Alle 6 bis 7 Souls mit Ressourcen gewartet werden. Gebäude, die nicht gewartet werden, fallen aus der Funktion erst wieder, nachdem sie repariert worden ist. Jetzt wurde jetzt simuliert, dass hier was kaputt ist. Das heißt, wählen den Solar Collector aus und wir sagen reparieren. Und man ist ja gerade bereits dabei, das zu reparieren. We need more metals to secure this base. Use the RC transport to collect some metals and transport them back. Genau, liefere mit Hilfe der Fangschale transport mindestens 20 Metalle. Sagen wir hier. Rechtsklick. Können wir auch ein bisschen schneller beschleunigen. 20 Metalle brauchen wir. Er macht es auch von selber, das ist schön. Und transferieren die dann dahin. Das kann man mit Schiff machen. Können wir neue Aufgabe da hinsetzen. Just metals. Fortunately, we can call a resupply rocket from Earth. Glücklicherweise können wir tatsächlich auch eine Nachschubrakete von der Erde anfordern. Nachschubraketen von der Erde sind die beste Möglichkeit, sich schon früh Ressourcen zu sichern. Dafür werden zwar Geld benötigt, doch deine Sponsoren sollten dir normalerweise genügend zur Verfügung stellen, um eine einfache Genehmigung. Also, Nachschubanzeige. Und fordere fortgeschrittene Ressourcen von der Erde an. Frachtrakete. 20 Stück davon. Und elektronische Geräte. Sie wird kommen. Let's do some cleaning up around the base while und we wait for the rocket. Ein bisschen Platz. Sprengen. Die Überreste. Das ist now, let's remove some of the unnecessary. Und Kabel können wir jetzt auch. Jetzt können wir im Baumenü das Schlachtwerkzeug aussuchen. Können dann können das dann einfach so schlachten. So, wir warten auf die Rakete, dass sie kommt. Vergiss nicht. Und so weiter. Sie wird kommen. Ich weiß nicht wann, aber
Hier steht das. Wann sie kommt. Sie ist auf dem Weg. Du wirst zu uns auf die Erde stoßen. Sie ist da. Einfach mal fix einen Platz suchen. Supplies from Earth have arrived, and we can use them to expand the base. Wir können sie verwenden, um die Basis zu erweitern. Fange also mit Stromakkumulatoren an. Er erlaubt es dir, Strom für die Nacht oder auch für Notfälle zu speichern. Also Stromakkumulatoren bauen. Alle machen sich so auf den Weg. Alle. Ob wir nur zwei Teile brauchen. Was brauchen wir denn noch? Beton. Ach, muss einer von Beton da hinfahren? Ach Gott. So. Water is essential for a sustainable Martian colony. Fortunately, there is a water deposit nearby. Use the build menu to construct a water extractor near the water deposit. Then, power it up. So. Und dann power it up. Also brauchen wir Strom dahin. Nee, Stromkabel. Water extractor is ready, but we don't have a. Stop, 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 stop. Wir brauchen jetzt noch einen Wasserturm. Wasserturm und Röhren, um das zu speichern. The time has finally come to build the first dome that will house our colonists. Erste Kuppel. Okay, wir bauen eine Kuppel. Eine Standardkuppel. Muss ja nichts Großes sein, ne? Ja. Super. Und dann lasse ich ferngesteuerte Transporte Metalle sammeln und fordere die Nachschubanzeige der Frachtrakete. Okay.
Nee, das ist nichts. Stopp. Was hier irgendwo in der Nähe. Das sind noch so ein paar Dingerchen, aber es ist nicht viel. Sind wir gar nicht voll. Sammeln doch erstmal weiter. Und danach darfst du das hier entladen. Muss man so ein bisschen energisch sein, ne? Beton kommt. Von der ganz hinten. Verstehe ich, warum das so weit weg ist, das Beton. Nicht an den Zielkoordinaten. Ach Gott. Egal, ich hab's dich dahin gebracht. Gebaut. Das freut mich. Und wo eigentlich? Keine Ahnung, von da hinten. Und
von überall. Und mit mehr geht's natürlich auch schneller. The dome is complete, but we have to supply it with water, power and oxygen. Wasser, Strom und Sauerstoff. Kuppel mit Wasser, Strom und Sauerstoff. Machen wir. Also. Ha. Verändern? Ach shit. Ja, komm. Wollte ich woanders hinsetzen, aber jetzt zu spät. Rohr. Von hier zu da. Ne? Ist klar. So. Da brauchen wir Strom. Viel Strom gelegt, aber komm. So. Es muss ein Luftverbrauch angeschlossen werden. Das machen wir. Aber nicht halt. Geht doch nur da auf den Punkten. Genau. So, Wasser. Sollst du auch Strom dahin bringen? Nee, ist doch. Ist ein Kabel gelegt rein. Strom, okay.
keinen Strom. Sauerstoff habt ihr? Strom habt ihr? Nahrung habt ihr? Well done. You have completed the simulation successfully. Und wir machen weiter mit Kolonisten. Um die Kolonisten jetzt mehr kennenzulernen. Welcome back, Commander. In this tutorial, you will find. Jetzt geht's an unsere Kolonisten. Sieht schon wieder ein bisschen anders aus, nicht so schlimm. The foundations for bringing your first colonists have already been laid down. One of the final things left to do is to provide the founders with living space. Wohnanlagen werden innerhalb der Kuppel gebaut, also müssen in der Kuppel ist begrenzt. Deshalb sollte der Bau eines Gebäudes sorgfältig geplant sein. Und wir brauchen jetzt eine Wohnanlage innerhalb der Kuppelbau. Jetzt vergeben Kuppelbau, Wohnanlage und setzen die dahin. Fertig. Das war's schon. Irgendjemand müsste jetzt hier kommen und das bauen. Da kommen sie. Fahren durch die Schleuse. All preparations complete, the colony is ready for the arrival jetzt, of the da die Vorbereitungen abgeschlossen sind, ist die Kolonie für die Ankunft der Gründer bereit. Also fordere eine Passagierrakete in der Nachschubanzeige auf. Passagierrakete. Und wir können uns jetzt hier die Bewerber aussuchen. Which ones will travel to the colony. Genau. Und Spezialisierung, also sortieren. Es empfiehlt sich, Gründeraktivitäten im Duell zu begutachten und manuell auszuwählen. Wir können die Spieler hervorheben, um ihre Stärken und Schwächen anzuschauen. Besonders bei Gründern empfiehlt es sich, von dieser Option Gebrauch zu machen, damit eine genaue Anzahl der benötigten Spezialisten und die Stärke der Kolonisten auswählen können. Wir haben 12 ausgewählt. Wird schon passen und sein Start. Damit kommt sie. Colonists will arrive on Mars with a small amount of food, but it will not last long. We need to make sure that they will be able to produce their also own food. Wir Inhalte in der Hydrokulturfarm. Da. Ja, auch drehen, ne? Und ein Lebensmittelgeschäft. Es geht da. Need service buildings to keep them genau, Servicegebäude. Grocery that you already constructed. Also brauchen wir jetzt noch ein fixes Servicegebäude. Weltraumnachbar. Keine Leute, ja, war klar. So, die Leute sind da. Wir lassen die Rakete landen. Einfach noch vor ihren Augen. Damit sie sehen, wann es dann mal wieder weggeht. Von dem Planeten. Für andere vielleicht.
So. Wir haben eine neue Nachricht, ein neuer Anfang. Stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber die Ankunft der Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliche Leben erhalten kann und zehn Slolls überleben. Okay. New colonists have arrived. Da sind sie. Hey, hey, hey. Great. Now that you have a space bar, you can customize its work settings. So, Weltraumnachbar hat jetzt tatsächlich ihre neuen Arbeitsstellen verwaltet. Haben automatisch begonnen, verfügbare Arbeit zu besetzen. Und wir können mal hier so auch die Arbeitsaufgaben Info einstellen. Also, Gebäude auswählen und drei verschiedene Arbeitsschichten an der Infotafel. Je mehr Arbeit in einem Gebäude zugewiesen sind, desto besser ist die Leistung des Gebäudes. Anfang benötigen wir nicht so viele, dafür mit begrenzten Arbeitskräften weniger Arbeitsplätze besetzen können, besonders während des Gründerstadiums. Also deaktiviere jede Schicht einen Arbeitsplatz. Wähle ein Weltraumnachbar. Ach so. Ach so, falsch geklickt. Healthy colonists at working age are able to fill any position, but how well they perform at a certain position varies. But brauchen jetzt einen Forschungslauf. Wir müssen platzsparend denken, also geht das hier hin. Warte ich mit Blinklicht hier durch? Nein. Warum sind die gerade mit Blinklicht durch die Gegend gefahren? Work shifts, among other things, are a way to manage your workforce. The more shifts a building has open, the more colonists it will attract. Also arbeiten nicht gerne bei Nacht, deshalb verlieren sie dabei die Besonderheit. Du kannst außerdem die Option starke Auslastung aktivieren. Dadurch wird die Leistung des Gebäudes während dieser Schicht deutlich erhöht. Das führt aber auch zu stressigen Besonderheiten und Gesundheitsproblemen. Also aus und aktiviere die zweite Schicht. Okay. Buildings with higher priority will be allocated workers, power and maintenance. Also kriegt das hier die hohe Priorität.
With the research lab up and running, let's begin researching some technologies. Eine Forschung auswählen. Wir wollen also 3 verfügbare Technologien in die Warteschlange setzen. Was brauchen wir denn? Geldmittel, ne? Das ist natürlich. Ganz wichtig, ja. Und das. Congratulations. You have provided everything needed for a successful Founder Stage. Es dauert 10 Sekunden, bis die Grundstadie abgeschlossen ist, also vorsichtig. Sollten alle Kolonisten während dieser Zeit sterben, wird die Mission abgebrochen. Mit der Geburt eines Babys auf dem Mars während dieser Zeit das vorzeitig abgeschlossen. Es kann also nur kommen, wenn der Komfort einer Kolonie sehr hoch ist. You have completed the tutorial for the Founder Stage. So. Wir gehen zu mehrere Kuppeln, denn mehrere Kuppeln darf es natürlich auch geben. Welcome back, Commander. Denn nur eine Kuppel ist ja ein bisschen langweilig, denn mehrere machen tatsächlich auch ein bisschen mehr Spaß. Shuttles can transport resources and colonists across great distances. Normalerweise ist ein bisschen komplexe Technologie an den Shuttles, das Fliegen in einer dynamisierenden Mars-Atmosphäre ermöglicht, es erforscht werden. Dennoch, also bauen wir jetzt ein Shuttle Hub. Das verbinden wir dann auch gleich mit Strom. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser, ne? Die ist ein bisschen. Die ist wirklich laut, also das ist. Ich hab nichts gegen Musik, ne? Aber das ist mir ein bisschen zu laut. Zum einen müssen wir den englischen Menschen noch ein bisschen verstehen und zum anderen müsst ihr mich auch noch verstehen. Und ich will es hier nicht noch leiser runterdrehen bei mir. Ich möchte ja vom Spiel was hören, was vom Spiel da ist, ne? So. Shuttle Hub wird gebaut. Now that we have operational shuttles, it's time to establish a mining dome. Zeit für die Abbaukuppel. Können in Gebäuden arbeiten, die knapp außerhalb der Kuppel stehen. Dazu zählen Extraktoren für Metalle, Edelmetalle, Extraktoren solcher unterirdischen Vorkommen. Edelmetall-Extraktion. Direkt daneben. Und das mit Strom verbinden. Hier ist eine leere Kuppel. Wo ist unsere andere Kuppel? Wir haben noch 2 Kuppeln. Da, die zweite. Okay. Sollen also umziehen. Thank you.
Metall. Es wird von da geholt. Und da wird's gebaut. There are no colonists in the mining dome. In der Abbaugruppe finden sie noch kleine Kolonisten. Wir müssen Wohnraum für sie schaffen, damit sie hier einziehen können. Also sobald du die Kuppel Wohnraum geschaffen hast, können Kolonisten aus der anderen Kuppel dort in der Glasung. Vorausgesetzt, dass sie zu Fuß erreicht oder es stehen Shuttle zur Verfügung, die sie dorthin. Also innerhalb der Abbaukuppel eine Wohnanlage. Don't forget to provide basic services for the citizens of your new dome. Okay, das soll auch nicht verpassen, vergessen. Und ein Lebensmittelgeschäft. You can set up filters for every dome to attract colonists with desired traits and block or push out colonists with undesired. Okay, also wähle die Kuppel aus, wir sagen Eigenschaften. Being near a rare metals deposit, this dome is best suited as a mining hub. So it's best to encourage geologists to migrate here. Also aktiviere Spezialisierung. Das Symbol Daumen hoch bei Geologen. Okay, also Spezialisierung Geologen plus Wissenschaftler minus. Und sagen anwenden. Nächste Kuppel. This dome has been designated for research purposes, so it's best to attract more colonists with the scientist specialization. Okay, und hier müssen wir Wissenschaftler Daumen hoch und Geologen runter. Und hier sagen wir dann also auch anwenden. Colonists can migrate between domes using shuttles or walking when they are positioned close to one another. However, they cannot usually visit buildings in nearby domes on a daily basis unless they are connected to their own dome. Okay, mit Hilfe von Shuttles von der Kuppel zur anderen übersichtlich oder zu Fuß, wenn sie nahe genug beieinander liegen. Allerdings können sie nicht tagtäglich Gebäude in naheliegend gelegenen Kuppeln besuchen, es sei denn, sie sind mit ihrer eigenen Kuppel verbunden. Um Kuppelverbindungen demonstrieren zu können, müssen wir zunächst eine neue Kuppel in der Nähe bauen. Also bauen wir eine neue Kuppel. Sind die schon da drüben, die Leute? Ja, sie werden gerade rübergebracht durch diese Shuttles. Nutzt das nichts. Thank you.
So, unsere Kuppel wird gebaut und jetzt auch ein bisschen schneller mit vielen Arbeitskräften. Sie blinken, sie brauchen Strom wahrscheinlich, genau. Construct two farms in the new dome. They will be used as workplaces for the colonists in the old dome, once the domes are connected. Also neue Kuppel, zwei Farmen. Sobald die beiden Kuppeln miteinander verbunden sind, dienen sie auch Kolonisten aus der alten Kuppel als Arbeitgeber. Hier müssen wir gleich einen Durchgang bauen. Das kommt aber gleich, glaube ich. Erstmal wird hier das gebaut. Domes positioned closely to each other may be connected with passages. Also, zwei verbinden die Forschungskuppel mit dem neu gebauten Kuppel mit einem Durchgang. Hier ist der Durchgang. Von hier nach da. Wird da jetzt ein Loch gemacht? Schauen wir uns das mal an, wie das gemacht wird. Gesammelt. Beton. Weil dann müsste ja eigentlich die Sauerstoffzufuhr hier so deutlich schlechter werden. Jetzt baut er das hoch, zieht er das hoch. Okay, sieht ein bisschen komisch aus, wird einfach hochgezogen. Laufbänder da drin. Kuppel 1 unter Lebenserhaltung. Good job. Und jetzt können die Kolonisten tatsächlich sich auf die Arbeit auf der neuen Hydrokulturform im dritten Kuppel aufnehmen. Der Durchgang dient außerdem dem Austausch von Stromwasser, Sauerstoff zwischen den beiden Kuppeln. Das heißt, hier brauchen wir also kein Stromwasser und Co. mehr reinzulegen, weil das automatisch schon geschehen ist. Das ist doch gut, ne? Some buildings can have upgrades that can improve them in various ways. Okay. Extra Vektoren können wir da jetzt hier. Extra Vektoren erhöhen die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 10%. Ist ja nicht so mein Fall, wenn der Stromverbrauch auch noch erhöht wird. Muss das sein? Hier sehen wir die Forschung auf 18-20%. Crop failure reported. Ernteausfall.
That is not good. That is not good. Warum haben wir denn einen Ernteausfall? Riesiger Reis. Okay. Was haben wir drüben? Weizengras. Also wir können auch die Nutzpflanzen hier einstellen. Was wir denn so brauchen. Congratulations. With the research complete, a new upgrade for your extractors is now available. It is not automatically activated. Upgrade symbol. Upgrade verstärken. Nice work. The upgrade has been constructed. So, manche Upgrades brauchen dadurch mehr Strom oder Wasser, solange sie aktiv sind. Upgrades können ein- und ausgeschaltet werden und drücke das einfach auf die Schaltfläche, um den Bau zu verwenden. Okay. The command center is a treasure trove of information about the colony. Verschiedene Messwerte zu den Kolonien, als auch Übersichten über die Kuppel. Also das öffne das Kontrollzentrum und probiere es aus. Machen wir doch. Sehen wir. Also wir haben Geldmittel, das ist doch ganz gut. Netzressourcen, joa. Und den Thema Kuppel. In Chamberlain, 2 Leute auf Arbeitssuche. Drüben haben wir 4 Arbeitsplätze. Die sind nicht arbeitslos. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. 2 sind arbeitslos, aber kaum. Hey. Ist so, ne? Darf man auch mal. Congratulations, Commander. You have graduated from the International Mars Mission Training Simulation. Und damit haben wir das Tutorial des Spiels durch. Kaum zu glauben, aber es ist so. Das war das Tutorial von Surviving Mars. So. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Break, sind dann gleich wieder da und dann gehen wir in das Hauptspiel von Surviving Mars und dann schauen wir uns an, was das Spiel so kann, ob wir eine ganze Mannschaft auf dem Mars zum Leben erwecken können oder ob wir doch irgendwann klaglos sterben werden. Alles das seht ihr gleich, also bleibt am besten dran oder schaut nächste Woche, falls ihr das VOD schaut, nächste Woche wieder vorbei, dann geht's hier mit 100%ig weiter. Also bis gleich und wir sind gleich wieder da. Bis gleich.